Ihr wollt es, ihr bekommt es. Jetzt erzähle ich euch, woher wir alle unsere Pferde haben. Starten tun wir mit Dandy. Dandy ist mein Hauptpferd quasi, ein Welsh-Spielpony, 1,40 groß und zurzeit 7 Jahre alt. Ich habe ihn, seit er 2,5 Jahre alt ist. Dandy haben wir ganz klassisch über die Kleinanzeigen gefunden, von einer angeblichen Warmblutzüchterin, die ihn quasi als Absetzer dazu gekauft hatte, weil sie dieses eine Jahr eben nur einen Fohlen hatte. Später hat sich herausgestellt, dass das eine ganz normale Pferdehändlerin war, die den einfach billig eingekauft hat und teuer oder teurer wieder verkauft hat. Die ist jetzt auch noch aktiv, also ich sehe immer in den Kleinanzeigen ihre Anzeigen. Dann kommen wir auch schon zu unserem Dako. Wir nennen ihn Dako. Er heißt aber eigentlich Dakotas, also Puff Dakotas. Er ist aus dem Gestüt Hemsoth in Verden. Vielleicht kennt der ein oder andere das ja. Ich bin tatsächlich auf ihn aufmerksam geworden, weil wir für Dandy einen Spielgefährten gesucht haben, weil der so traurig war hier mit den ganzen Stuten im Stall. Und dann war da eine Website mit der Online-Aktion und dann haben wir ihn gefunden. Da gibt es ein längeres Video, das war ganz spannend tatsächlich, auch auf YouTube unter Dandy Learns, schaut gerne mal vorbei. Dann kommen wir zu Gloria, das ist das Pferd von meinem Onkel. Das ist ein Glattruber, die ist jetzt glaube ich 16 Jahre alt, bin mir aber nicht sicher, also ich lege dir jetzt nicht meine Hand ins Feuer dafür. Die ist tatsächlich bei uns auf die Welt gekommen, also meine Mama und mein Onkel haben ihre Mama, also die Galina, aus einem tschechischen Glattrubergestüt damals gekauft, trächtig. Und die Gloria ist dann bei uns auf die Welt gekommen und ist ihr ganzes Leben lang bis jetzt auch bei uns geblieben. Und dann gibt es noch die Lia. Die Lia ist ein Pinto. Ja, einfärbig, aber es ist ein Pinto, sie ist einfach nur nicht zur Farbzucht geeignet. Die ist jetzt 20 Jahre alt, man glaubt es kaum, fällt sich aber wie eine Vierjährige teilweise, also im guten Sinne. Die Lia hat meine Mama von einem Züchter aus der Nähe und ja, das war's auch schon wieder. Folgt mir gerne für mehr.